Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Beim letzten Mal haben wir zusammen mit German Let's Play ein paar Tumore getötet. Doch jetzt haben wir einen ganz, ganz anderen Feind, nämlich den Megatumor. Erstmal hi Manu. Alt. Na? Hast du Lust, jetzt einen kleinen Tumor zu töten? Nee, vielleicht platzt da mein Kopf, wenn ich den Kopf da hinten zerstöre. Ich weiß es nicht. Also, ihr habt gewisse Ähnlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen, also, ne? Ein bisschen längere Haare habe ich vielleicht noch, aber... Ja, aber ansonsten ist das schon wirklich... Also, ich meine, der Megatumor, da müssen wir gut im Team zusammenarbeiten, Manu. Ja, was willst du machen? Wie willst du... Was ist denn dahinter? Dahinter ist ein Schaf! Oh, die haben sich verbündet! Glaubst du, spielen auch im Team! Alter Schwede, der hat sich Kollegen geholt, ey. Ja. Krasser Typ. Ja gut, also ich könnte natürlich erstmal probieren, mit ein paar Pfeilen ihn anzuhauen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie seine Range so ist. Nein! Was denn? Nicht durchdrehen, Manu, wir hatten das Thema schon. Alter Schwede, ich hoffe, du fällst mir nicht in den Rücken, Manu. Zack, Alter. Okay, wir können loslegen. Wow, er schießt. Oh, hey. Leute. Nein, Alter. Ich bin halb tot. Oh, oh Gott. Wie viel Schaden macht er denn? Okay, warte, dann ich probiere ein bisschen mehr. Ich bin mal ganz kurz hinten. Okay. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen zu kiten. Ich gehe ein bisschen um die... Ja, oh. Alter, der Kuchen, der macht dich so schnell. Okay, warte, dann esse ich auch mal einen Kuchen. Oh! Alter, halb tot. Manu, der hat mich gerade hochgesprengt. Okay, warte, ich versuche ihn weiter mit Pfeilen. Ich komme jetzt zur Hilfe. Mir. Ja, ich gebe ihm eine ordentliche Combo. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz ein bisschen weiter zurück. Ja, ich muss auch ringen. Er ist down! Was? Ja, ich habe ihn noch mit dem Pfeil getroffen. Nein! Alter. Nein! Manu, nicht trauern. Alter, Speed 3. Der Kuchen hat uns ein bisschen krass, Arsch gerettet. Ey. Ja. Warte, hier ist er gestorben. Da. Oh. Ruhe in Frieden. Ach, du kleiner Tumor. Pass mal auf. Was machst du? Übrigens, kurze Randnotiz. Ich konnte momentan leider keinen Shader aktivieren, weil aufgrund dieses schönen Panorama... Was? Satan Claus is coming to kill. Was war das denn gerade? Alter! Warst du das? Nein! Ich hab gar nichts gemacht, ich hab nur Schildinge. Hier ruht der Riesenkopf von Manuel. Oh Mann, ey. Hä? Das klingt richtig bedrohlich, als würde jetzt gleich irgendwer angreifen. Ich hoffe mal nicht. Es wird aber auch Nacht. Wir sollten so langsam gucken, dass wir wieder nach Hause gehen zu Broktar, damit wir ihm erzählen können, Broktar, dass wir hier alle Tumore im näheren Umkreis getötet haben. Denn ich sehe hier eigentlich keinen mehr. Also ich meine, die wurden alle von uns beiden zerstört. Ja. Von dem guten alten Team Kürbistumor. Oh, hey Pferdies. Hallo. Wie geht's euch? Santa Claus was? Is over. Was geht hier ab? Keine Ahnung. Ich weiß beim besten Willen nicht, was hier gerade Phase ist. Hallo, guten Tag, Broktar. Ich würde gerne mit dir reden. Und, konntest du die Tumore zerstören? Sie wurden alle vernichtet. Wunderbar, dann ist nun hier die komplette entschlüsselte Nachricht. Seid gegrüßt, Obermizzet Mango. Uns haben Berichte erreicht, dass ein Typ und ein Schwein die Küste von Timbal erreicht haben. Sie müssen unverzüglich aufgehalten werden. Allerdings unterschätzen sie diese beiden Kreaturen nicht. Sie haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie wissen, wie man kämpft. Wir würden ihnen ja gerne Verstärkung schicken, allerdings sind wir momentan mit der Verteidigung unseres Schlosses beschäftigt. Zudem macht uns der Widerstand im Osten einige Probleme, aber diese Aufgabe haben wir hoffentlich bald gelöst. Mit freundlichen Grüßen, Schmetger, oberster Kommandant von König Xaroth. Ja, Manu, übrigens kurz auch für dich die Aufklärung. König Xaroth hat Freedom unter seine Kontrolle gebracht, den rechtmäßigen König verschleppt und hier alles ziemlich auf den Kopf gestellt. Aber warum? Ja, weil er scheinbar ein ziemlich großes, auf gut Deutsch gesagt, Arschloch ist. Ich,
frag mal ganz kurz nach dem Widerstand. Eine Gruppierung von Leuten, die den bösen König Xaroth stürzen wollen. Allerdings sollen nicht mehr viele von ihnen übrig sein. Okay, kannst du mir sagen, wo sich genau der Widerstand befindet? Ja, Manu, wir könnten den Widerstand auch joinen. Im Kampf gegen den bösen König, ey. Das wäre auf jeden Fall. Ich will aber nicht kämpfen. Ist mir doch egal, dann sollen die alle sterben. Ich brenne gleich alles Nein, ab. Manu, nicht. Ich fang bei den Fenstern an. Okay, brenn die Fenster nieder. Ist ja nicht so, als wären die... Kannst du ein bisschen... Ich hab sie gerade zerschlagen. Ich mache jetzt hier gerade sein Haus kaputt. Ich frag mal ganz kurz, Brocktar, wo denn sich der Widerstand befindet. Okay, er sagt, na klar, lauche einfach den Weg entlang. Ich bin so intelligent. Laufe einfach den Weg entlang nach Osten. Du kannst das Dorf nicht verfehlen. Vielen Dank. Ach, ich habe da noch etwas für dich. Zwei meiner schnellsten Pferde. Sie befinden sich neben dem Sägewerk. Ja, die haben wir doch eben schon gesehen, die kleinen Ponys. Ach so, ja. Was machst du hier wieder? Hier ist erstmal ein Fisch. Warte mal, wir haben hier in die Kisten... Da, ich hab da was hingeschrieben. Was hast du denn? Viel Spaß mit dem Durchzug. Ja, ich habe alle Fenster zerstört. Oh Mann, ey. Ja, aber du weißt ja, wir wissen ja nicht, ob vielleicht Sommer ist. Vielleicht ist es auch ganz cool. Ach so. Vielleicht sagt der Brocktar, ja, danke, Feature. Alter. Ja, genau. So, klar. Ecker. Danke, dass du meine Fenster zerstört hast. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass sie hier irgendwie so Leute haben, die Fenster machen können. Gab es Fenster im Mittelalter? Keine Ahnung. Okay, dann lass uns mal hier schön was holen. Die beiden Ponys, die hat er uns uns zugesichert. Hey, die hätten wir ja gerade schon klauen können, na toll. Ja, aber wir sind ja keine Diebe. Warte, hier. Ah. Zack, zack. Edgar, ich hoffe, du kannst mit uns mithalten. Natürlich. Er ist Speedy, warte mal. Ist das Speedy Gonzales? Ja, er portet sich. Alter, der hat Moves drauf. Er ist ja nicht umsonst der Heilige. Oh, hier ist ein kleines Häuschen. Ach man, das ist aber schön hier. Warte mal, ich glaube nicht, dass Ich guck mal ganz kurz rein. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie man das Geheimnis des Hauses löst. Nicht indem man die Fenster kaputt macht. Nein. Die Phase habe ich hinter mich gebracht. Okay. Hier. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Manu, wir sind hier nicht bei Zelda bzw. Ocarina of Time. Da kannst du vielleicht sowas machen. Und ein paar Blümchen. Mit meinem Pferd. Ach, da hinten. Hä? Das hat ja gar keinen Bock auf mich. Ja, warum Alter. Wohl? Das hat die Gespräche eben mitbekommen. Aber warte mal hier. Kurz mal eben. Einmal reintreten. So. Dann geht's. Genau. Erstmal schön dem einen Pferd so ein bisschen. Alter, Edgar ist echt ein... Der ist nicht umsonst der Heilige, Kann ich den nicht reiten? Kannst du den bitte mal ein, Ich hab leider keinen Sattel. Tut mir leid. Okay. Außerdem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Edgar so der Fan davon ist, wenn man auf ihm reitet. Ich meine, bei Minecraft Leben sind ein paar Leute auf ihm geritten. Oh, guck mal hier! Oh, neuer Edgar! Hi! Hey, Edgar, komm, du hast Nein, nicht... Ich wollte gerade sagen, nicht Manu, alles... Nein, Manuel! Ah, das war ein Schmettgarianer. Das passiert auch später mit dir! Was passiert auch mit dir? Nein, Leute, Manu meint das nicht ernst. Alter, wo ist mein Pferd? Lol, guck mal. Was ist denn? Hä, wie krass, Alter. Das ist immer... Das rennt panisch wieder nach Hause. Okay, komm. Lass uns, ist der krank? Lass uns den Widerstand suchen. Ich trete ihm aber nicht bei, ne? Also ich mach das nicht. Manu. Nee. Hilf mir bitte. Nee. Okay, hier ist eine smarte Mauer. Hä? Auf jeden Fall. Das sieht ganz schön hier aus. Wow. Ja. Ja, und da stehen auf jeden Fall zwei Leute von Xaroth. Alter, ich join dem. Wenn ich so eine fette Rüstung krieg. Ja, dann kriegst du auch so leuchtende Augen, glaube ich. Ja, bitte. Aber ich glaube nicht, dass wir denen helfen sollten. Manu, komm mit. Wir müssen hier weiter Richtung Osten. Ich bin weg. Huh? Ach, da bist du. Komm. Ja, hey. Den Bonanza. Die nichts machen, Alter, sind die dumm. Ha. Die greifen uns. Warte mal, haben die eigentlich... Können wir nicht hier einfach an der Seite... Da hinten sind Kürbisse. Ich guck mal ganz kurz ein bisschen. Da sind deine Geschwister. Ah, okay, da sind aber überall Wachen. Komm mit.
Oh. Die lassen wir lieber in Ruhe. Also ich möchte echt nicht gegen so eine Armada von Leuten kämpfen. Ich meine, der Megatumor, der war schon ziemlich mega. Der hat uns fast aus den Latschen gehauen. Naja, also knapp war es nicht. Hälfte Leben war easy. Okay, und dann lässt du jetzt einfach deine Familie da hinten zurück, oder was? Ja. Oh, Knöpfe, noch ein Rätsel! Es ist kein Rätsel, Manu. Oder sind auf jeden Fall noch ein paar schöne Sachen drin, aber komm, wir müssen jetzt unbedingt weiter. Warte. Die Sachen können wir später noch looten. Ja. Hausfriedensbruch begangen, erstmal eine Scheibe eingeschlagen. Gut, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob dich hier irgendjemand verklagen wird. Gab's hier Anwälte? Ich denke nicht. Wer weiß, ob hier vielleicht Kedos war ja mal Anwalt, oder? Ja. Der ich auch. Dich. Du warst auch Anwalt? Ja, ich war der erste Anwalt. Oh, du. Okay. Nee, ich war nur. Alter, da vorne ist ein Schiff. Und hier ist ein Haus. Hä? Hier ist das. Lol. Hier ist, glaube ich, das Dorf. Warte mal. Ach, der Edgar. Der ist so schnell. Der ist echt ziemlich schnell. Okay, wir sind da. Hier muss ich irgendwo. Warte mal, ich steig mal kurz ab. Zack. Oh nein. Warte mal, also ich werde meinen Teil erstmal anbinden, Alter. Das rennt direkt wieder. Ja, es ja, rennt eben, direkt wieder weg. Alter, was habe ich für ein Pferd bekommen? Aber hier ist irgendwie niemand. Warte mal. Hallo? Edgar, hast du hier irgendjemanden gesehen? Oh, hier, komm mal her, hier kann man kacken. Komm, lass zusammen. Das ist immer das, okay. Halt meine Hand. Ja, warte. Manu, aber ich kann. Halt meine Hand. Okay. Meine Hand. Oh, ja. Ich lass dich mal in Ruhe. Nee, ich lass auf, damit der Geruch erstmal. Damit der Geruch entfalten kann. General Dieter!